Viele Bälle, Hula-Hoop-Reifen und davon abgesehen, was sollen diese Stöcke zwischen den Beinen? Wir sind mitten im Coolidge-Training der Rhinos Bonn gelandet. Voll dabei ist auch Fernstudentin Felicitas Müller. Sie liebt das schnelle und anspruchsvolle Spiel, bei dem es auch mal rau zugehen kann. Also es ist super, super anstrengend. Man läuft eigentlich die ganze Zeit. Dann kommt dazu das Köpfchen. Also es ist ein sehr komplexer Sport. Es hat sehr viele Elemente von Rugby. Das ist eben der körperliche Teil von Volleyball, von Handball. Und durch die verschiedenen Positionen macht es das sehr vielseitig und komplex. Während die Chaser im Team versuchen, den sogenannten Quaffle durch die Torringe des gegnerischen Teams zu werfen, ist es Aufgabe der Beater, gegnerische Spieler genau daran zu hindern und sie durch einen zielgerichteten Treffer mit dem Klatscher in ein kurzes Timeout zu schicken. Im Spiel ist aber auch Strategie gefragt, denn es gilt, den Schnatz zu fangen. Die beiden Sucher haben das Ziel, dem Spieler den Schnatz abzunehmen. Gelingt es einem von ihnen, ist das Spiel aber auch sofort vorbei. Die Kombination aus Action und Taktik hat es Felicitas angetan. Und auch im Studium sucht sie Abwechslung und neue Herausforderungen. Ich habe am Anfang angefangen, in Münster Pädagogik zu studieren und habe dann nach einem Semester gemerkt, ach, da geht irgendwie noch was, da ist noch Luft. Und ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert und habe dann eine Möglichkeit gesucht, das noch in meinen Alltag zu integrieren. Und da hat sich die Fernuni perfekt angeboten, weil man das da eben sehr flexibel noch unterbringen kann. Und es bleibt auch noch genug Zeit für den Sport übrig. Zweimal in der Woche steht Quidditch-Training auf dem Plan. Der fehlende reale Kontakt zu anderen Studierenden war für Felicitas kein großes Thema. Und manchmal sind andere Fernstudierende näher als gedacht. Bei den Rhinos Bonn gibt es nämlich gleich noch einen Fernstudenten. Philipp Wagner studiert neben dem Job an der Fernuni praktische Informatik. Als Philipp dann bei uns im Team war, das ist noch nicht so lange her, da haben wir dann nach einer Zeit festgestellt, dass er auch an der Fernuni studiert und er studiert zwar was anderes, aber es war dann trotzdem ganz schön, jemanden zu haben, mit dem man sich irgendwie so ein bisschen austauschen konnte. Ich war total begeistert, wie gut man das vereinbaren kann mit Beruf und Studium, dann eben immer dann, wenn man Zeit hat, unterwegs oder so, einfach lernen, wann man möchte. Abends einfach so ein bisschen diese Bewegung, ein bisschen Körper mal ein bisschen auspowern und ein bisschen einfach mal rauskommen und an der frischen Luft was machen. Und dazu dann eben dieses unglaubliche Gemeinschaftsgefühl. Das ist einfach für mich die ultimative Kombination. Gemeinsam erkämpfte Erfolge lassen sich auch viel schöner im Team feiern. Und Felicitas hat auch schon wieder neue Ziele im Blick. Ich habe jetzt mein Studium beendet in der Uni Münster mit der Masterarbeit und fange jetzt eine Stelle an als Fachberaterin in der Kindertagespflege. Und da freue ich mich auch schon drauf. Das ist jetzt erstmal das, was gerade aktuell ansteht. Und danach geht noch die NRW-Liga weiter mit noch 5 anderen Teams. Und da wollen wir auf jeden Fall auch den Ligatitel uns weiter sichern.